Hallo Leute, willkommen zurück zu Darkstar One Broken Alliance Part 3. Wähle jetzt den Container in der Objektliste an, damit er in deinem Zielcomputer unten links auftaucht. Und Arim ist schon ganz aufgeregt und deswegen wählen wir jetzt mal diesen Container aus. Da ist er, der M3.6 Container 50T. Ach, das ist nicht SOT, sondern 50T für 50 Tonnen. Nähere dich dem Container und drücke A, um anzudocken. Okay. Okay. Nähere dich jetzt der Fracht auf 0,0 Units und halte sie dabei schön im Sichtbereich. Aber nicht den Container rammen. Die Dinger sind empfindlich. Na super. 0,0 Units. Okay. Ich habe nicht so schnell. Du musst langsamer fliegen, wenn du den Container bergen willst. Fliege auf 0,0 Units an den Container heran und bringe das Schiff dann zum Stehen. Wo ist denn der Container? Kann ich denn da jetzt nicht... Okay. Ich schaue gerade, was es da alles gibt. So, also lieber Container, wo bist du? Gehen wir es mal an. Ah, da ist er. So, jetzt fliegen wir mal ganz langsam, ganz normal auf dich zu und dann bremsen wir rechtzeitig. Sehr gut. Nun kannst du mit A eine Frachtdrohne aussetzen, die den Container für dich transportiert. Es gibt unterschiedliche Containergrößen. Je besser dein Frachtcomputer ist, desto mehr Drohnen und größere Container kann er steuern. Okay, das klingt alles... Die Drohne ist nun unterwegs zum Container und du brauchst dich nicht weiter um sie zu kümmern. Sobald sie an den Container angekoppelt hat, folgt sie dir und begibt sich in den Leitstrahl deines Schiffs. Dadurch wird dein Schiff deutlich träger. Ist es das da vielleicht? Aha, dadurch wird das Schiff deutlich träger, so... Die Fracht soll in ein anderes System. Also musst du nun deinen ersten Hyperraumsprung durchführen. Oho. Dazu benötigst du etwas Abstand zu den größeren Objekten. Ich markiere dir einen Wegpunkt. Fliege mit deinem Container dorthin. Danke, Aram. Oh, und wie träge das Schiff wird. Für jeden Hyperraumsprung benötigst du ein Zielsystem. Öffne dazu die Navigationskarte mit RB und wähle das Zielsystem aus, damit wir weitermachen können. Sternenkarte? Was macht denn der da? Dies ist die Navigationskarte. Hier sind alle Sonnensysteme verzeichnet, die bereits in deiner Datenbank gespeichert sind. Bewege die Auswahlmarkierung über ein System, um zusätzliche Informationen einzublenden. Wenn du ein System in Reichweite anwählst, wird es für deinen Hyperraumcomputer als Sprungziel markiert. Wähle das Yari-System aus und schließe die Karte dann wieder. Okay, aktuelles System. Das Yari-System. Pinker. Da ist das Yari-System. Dann wählen wir das doch mal aus. 5,6 Milliarden Einwohner, Terraner, Wirtschaft, Agrarsystem ist reich, Regierung, Monarchie, aha, okay, wählen wir es aus. Ausgewählt. Hast du ein Sprungziel definiert, wird rechts im Cockpit das Hyperraumsymbol angezeigt. Entferne dich nun für den Sprung von allen Raumobjekten. Sobald nichts mehr in der Nähe ist, färbt sich das Symbol blau. Übrigens, um ein System als Sprungziel auswählen zu können, benötigst du von dessen Absprungtor einen Schlüssel. Im Laufe deiner Reisen wirst du immer mehr solcher Schlüssel erhalten. Ha! Sobald du dieses System verlassen hast, kann ich dich per Funk nicht mehr erreichen. Aber wir treffen uns im Yari-System wieder. Ich schicke dir noch ein paar Unterlagen. Sie werden in deinem Logbuch unter »Nützliche Informationen« abgelegt. Wenn du jetzt soweit bist, dann leite den Hyperraumsprung mit RB ein. Viel Glück im nächsten System. Aha. Jetzt wird's krass, Leute. Also ich drück mal RB.
Hyperraumsprung. Nein, ich gehe jetzt erstmal ins Logbuch. Ein neues Schiff. Oder war das... Nee, das ist das hier. Nee. Ich dachte, RM hätte uns jetzt Informationen gegeben, oder... Also gut, dann würde ich sagen, Container abwerfen könnte man auch. Hyperraumsprung. Wow. Cool. Hallo Karen, hier ist Arim. Ich wollte dich nochmal außerhalb des Penka-Systems treffen, um sicherzugehen, dass uns niemand belauscht. Um was geht es denn? Nicht hier. Ich übermittle dir den Schlüssel zu einem neuen System für deine Datenbank. Triff mich im Hu-System, sobald du hier alles erledigt hast. Ich werde dort auf dich warten. Oha. Sobald ich hier alles erledigt habe. Handelsstation an Darkstar One. Da sind sie ja. Wir haben schon gewartet. Fliegen Sie mit dem Container bis auf 1,5 Units an die Handelsstation heran und fragen Sie dann nach Landeerlaubnis. Alles klar? Dann bis gleich. Moment. Was ist denn das? Ich hab hier auf meinem Radar... Verdammt, passen Sie auf! Da hat es jemand auf Sie abgesehen. Werfen Sie sofort den Container ab und kämpfen Sie. Viel Glück. Uha. Okay, sehr dramatisch, aber... Okay, wo seid ihr denn? Du bist so gut wie tot! Ja, meinst du? Sieht aber eher so aus, als bist du so gut wie tot. Ah, falsche Richtung. So, immer die gleiche Nummer. Gleich habe ich dich. Gleich habe ich dich. Okay. Hab ich dich. Bam. Das ist ja nochmal gut gegangen. Bringen Sie nun den Container auf die Station. Dann ist der Auftrag erledigt und wir überweisen das Honorar. Okay. Es sei denn, es kommen noch irgendwelche Bösewichter. Blöd Männer. So. Und null. Oh, jetzt hat uns unsere eigene Drohne sie gerammt. So, jetzt muss ich natürlich noch auf die Objektliste. Objektliste. Handelsstation 2,1. So. Ich weiß nicht mehr, ob ich auf 2 oder auf 1,5. Hier ist die Handelsstation. Wie kann ich Ihnen helfen? Bitte Landeerlaubnis. Landeerlaubnis wurde erteilt. Okay. So. Das ist, ich will ja nicht immer wie eine Rakete reinschießen in die... Jetzt. Na, es geht aber schon ganz gut. Aha. Gespeichert. Auftrag erfüllt. 2200 Credits erhalten. Schön, Leute. So, jetzt bin ich mal wirklich verwirrt. News? Da gibt es aber nicht wirklich News.
Der RM hat doch uns irgendwie eine Nachricht hinterlassen, oder? Nachricht? Okay, ein Haufen zu lesen hier. Nützliche Informationen, okay, da habe ich jetzt einiges zu lesen. Okay, freischalten neuer Systeme. Der Eintritt in den Hyperraum erfolgt mit Hilfe des Feldantriebes, jedoch können Schiffe unterhalb der Größe eines Kreuzers den Hyperraum nicht selbstständig verlassen. Kleinere Schiffe nutzen dazu die sogenannten Hyperraumabsprungtore, die den Absprung aus dem Hyperraum in den Normalraum ermöglichen. Um ein Sonnensystem durch den Hyperraum betreten zu können, benötigt man Position und Schlüssel des Absprungtores. Häufig erhält man diese Daten, sobald man ein benachbartes System betritt, manchmal aber auch im Verlauf von Missionen oder als Belohnung. Konzerne und Rebellen. Seit jeher gibt es Konflikte zwischen Rebellensystemen und den großen Minenkonzernen. Dies liegt daran, dass Piraten im Rebellensystemen sehr leicht Unterschlupf finden und die Gefahr für Piratenangriffe in Rebellensystemen immer noch am höchsten ist. Andauernd werden Beschuldigungen laut, nach denen die Rebellen mit den Piraten gemeinsame Sache machen oder Piraten sogar von Rebellen engagiert werden, um Konzerne zu sabotieren. Lässt sich offiziell nichts nachweisen oder ist ein Konzern der Meinung, dass der offizielle Weg nicht genug Nachdruck verleiht, gehen Konzerne mitunter selbstständig gegen Rebellen vor, indem sie Kopfgeldjäger anheuern. Regierungsformen. Während es auf den Planeten eines Sonnensystems mehrere unterschiedliche Regierungen geben kann, hat fast jedes System eine übergeordnete Regierung, die das System nach außen vertritt. Solche Regierungen wurden notwendig, um den Austausch der Systeme untereinander zu ermöglichen. Sie etablieren Regeln, Umgangsformen und Gesetze im stellaren Raum, beispielsweise für den interstellaren Handel. Systemregierungen werden unterschiedlich auf die planetaren Regierungen ein. Wirken unterschiedlich auf die planetaren Regierungen ein. Während beispielsweise in Demokratien das gesamte System von einer übergeordneten Regierung geführt wird, an dessen Spitze sich ein gewählter Präsident befindet, gibt es in Systemanarchien meist nur einen sehr lockeren Zusammenschluss unter den mehr oder weniger vorhandenen planetaren Regierungen. Für Weltraumhändler hat die Systemregierung vor allem Auswirkungen auf handelbare Waren und Sicherheit vor Piraten. Gefestigte Regierungen wie Demokratie und Konzernführung haben eine hohe Polizeipräsenz als Anarchie, höhere Polizeipräsenz als Anarchie und Staatenbund. In letzteren ist dafür der Handel mit allen Waren erlaubt. Tipp für den Handel. Der gesamte Im- und Export eines Systems läuft über die Handelsstation. Waren, die ein System im Überfluss produziert, gelten als Exportwaren. Alle anderen Waren sind automatisch Importwaren. Exportwaren werden stets in größeren Mengen und zu besseren Preisen angeboten. Die Füllstandanzeige beim Händler hilft bei der Orientierung. Werden weniger als 3 Balken angezeigt, sollte man nicht kaufen. Politische Hintergründe. Es gibt 3 völkerübergreifende politische Bündnisse in der Galaxis. Die Galaktische Union, GU, ist das größte Bündnis. Die meisten sicheren Sonnensysteme gehören diesem Bündnis an. Die Mitglieder stimmen sich im großen galaktischen Rat untereinander ab. Ziel ist der dauerhafte Frieden zwischen den verschiedenen Rassen, der freie Handel und die gemeinsame Verfolgung von Kriminellen. Daher führen alle Mitglieder der GU ein gemeinsames Strafenregister. Die Rebellensysteme sind die erklärten Gegner der GU. Sie sind gegen intergalaktische Handelsbündnisse und die Macht der großen Minenkonzerne. Viele Rebellensysteme bieten Piraten Unterschlupf oder beauftragen diese sogar für Sabotageaktionen. Einen offenen Krieg zwischen Rebellen und GU gibt es jedoch nicht. Es findet sogar ein reger Handel mit Rebellensystemen statt, wenn da nicht die häufigen Piratenüberfälle wären. Die Föderation der neutralen Systeme schließlich halten sich aus allem raus. Sie sympathisieren weder mit der GU, noch sind sie gegen die Rebellen. Flugmanöver im Kampf. Tipps von Arim. Genau wie du. Achso, das haben wir schon. Okay. Okay, hauptsächlich nützliche Informationen. Okay, das hat man schon. Aha. Mission. Story. Die verschollenen Artefakte. Nachdem du das Yari-System gesprungen bist, hat dich Arim um ein Treffen im Hu-System gebeten. Er hat noch ein paar wichtige Informationen über dein Schiff für dich. Fliege in das Hu-System und triff dort Arim. Okay. Jetzt würde ich aber mal sagen, gucken wir uns aber auch mal hier das Panorama an. Das sieht ehrlich gesagt aus wie auf der anderen Handelsstation.
unspektakulär in dem Fall. News, gibt es da was Neues? Ne, haben wir ja schon mal geschaut gehabt, Entschuldigung. Sternenkarte, wo ist denn mal das Hu-System? Aha. Das wird dann das dort ganz draußen sein, oder? Nee, wo ist denn das Hu-System? Jagni. Opas. Ich weiß jetzt nicht, sind das Systeme oder sind das nur einzelne Planeten? Nee, das müssten schon Systeme sein. Oder weiß ich noch nicht, wie ich zum Hu-System komme? Muss ich das noch rausfinden? Wow, schaut mal. Wie riesig das ist. Okay. Terrana. Ja. Yari. Witten. Hu, da ist es. Ah. Auswählen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, fliegen wir doch mal ins Hu-System. Ich weiß nicht, ob ich das mit der Steuerung alles auf Anhieb jetzt so hinkriege, Leute. Also ich habe da jetzt einfach einiges, was ich mir merken muss. Gut, Sprungtor. Ich weiß immer nicht, wofür dieses Sprungtor ist. Also ich muss mich jetzt wohl von allem entfernen. Ah ja, und da ist jetzt muss ich RB drücken, weil der auf der rechten Seite der obere, das obere Logo ist blau, das mit den zwei Pfeilen. RB, war das nicht so? Hyperraumsprung, genau. Und wir springen ins Hu-System. 2 Milliarden Einwohner. Artefakt in Objektliste. Aha. Hey, Karen, da bist du ja. Komm hier rüber zum Asteroiden. Okay. Was ist das? Das ist Aram, okay. Ich komme, Aram. Boah, 8 Units ist der weg. Was ist Chiron? Ich wollte mit dir ein bisschen plaudern, ehrlich gesagt, um mir die Zeit zu vertreiben. Ja, dann. Hoffentlich gibt es keine Gegner unterwegs. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das Hu-System ein GU-System ist oder ein Piratensystem. Oh, was ist das für eine hübsche Station hier? Die müssen wir aber links liegen lassen. Sehr cool gemacht, die Grafik. Es ist gut, dass du so schnell gekommen bist. Wie du sicher weißt, hatte dein Vater die Darkstar One mit Hilfe antiker Artefakte entwickelt. Dass dieses Schiff kein gewöhnliches Schiff ist, weißt du ja schon. Aber das Besondere ist, dass es sich verändern lässt. Ich meine, nicht einfach nur mit Ausrüstung erweitern, sondern richtig umbauen. Größer, stärker, wendiger. Hierzu benötigst du diese organischen Artefakte. Okay, sorry mal, Leute. Ich erzähle dir das hier, weil in diesem Asteroiden ein solches Artefakt versteckt ist. Fliege in das Innere und suche dort nach einem grünen, organischen Gegenstand. Organischen Ding. Moment mal, Leute. Ich gehe mal in die Option und mache die Musik mal noch ein bisschen leiser. Machen wir mal so. Okay, jetzt müssen wir da reinfliegen. Ehem. In einen Asteroiden, oder wie? Und, mache ich das hier? Sieht so aus, oder? Nein, es sieht aber nur so aus. Nähere dich dem Artefakt, es wird aufgenommen, sobald du nahe genug bist. Ich bin sicher, dass die Darkstar One eines Tages ein sehr mächtiges Schiff sein wird. Wer weiß, vielleicht sogar das mächtigste Schiff im Universum.
Da ist ein grünes Ding. Vater wusste dies und war wahrscheinlich genau deshalb auch in Gefahr. Er muss es gespürt haben. Denn kurz vor seinem Tod hat er mir noch alles anvertraut. Okay. Sehr gut. Du hast dein erstes Artefakt gefunden. Nun fliege wieder aus dem Asteroiden heraus. Dein Vater glaubte, dass es noch in sehr vielen Asteroiden Artefakte gibt. Er sagte mir, sie seien im ganzen Universum verstreut. Dein Glück ist, dass wahrscheinlich niemand was mit ihnen anfangen kann. Cool. Was mache ich jetzt, Aaron? Auf der rechten Seite deines Cockpits ist ein neues Symbol aufgetaucht. Mhm. Dieses Symbol wird immer angezeigt, wenn du dein Schiff verändern kannst. Hast du Lust auf eine Überraschung? Dann öffne nun das Logbuch und dann das Ausbaumenü. Okay. Schiffsausbau. Oha. Verfügbar 1. Und jetzt Info? Aha. Diagramm an aus, Okay, da kann ich jetzt die einzelnen Sektionen scheinbar aufwerten. Antrieb plus 1. Ah, nein. Info. Info. Okay. Rumpf. Flügel. Aha. Okay. Da wären jetzt auch ein paar Erklärungen ganz nett. Also Rumpf kann ich plus 1 machen. Achso, da unten steht, was das bringt. Oder Rumpfstabilität plus 10%. Eine Kriegklasse 1 machen, Klasse 2. Ich hab's noch nicht ganz verstanden, Leute. Bugwaffen 2. Kein Bonus für diesen Ausbau. Alle Aufladungen, Trägheit durch minus 20. Ausrüstungsslots 3. Was ist ein Schiffsausbau? Ich komme da jetzt nicht mit. Ich drücke jetzt einfach mal Schiffsausbau. Höhere Waffenklasse erreicht. Aha. Das ist ja toll. Ich verteile da dann einfach meine Punkte. Dialog kannst du jederzeit über das Logbuch öffnen. Eine Sache ist noch sehr wichtig. Der Plasmawerfer. Nur die Darkstar One verfügt über diese zusätzliche Waffe. Durch das Sammeln von Artefakten kannst du den Plasmawerfer weiter steigern. Schau dir dazu mal im Logbuch den Plasmawerfer an. Okay, aber den Plasmawerfer, den schauen wir uns dann im nächsten Part von Darkstar One Broken Alliance an. Denn dieser Part ist schon etwas länger und ich mache jetzt hier einen Cut. Also sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.